Ok, bienvenidos. Bienvenidos a este webinario. Hoy, el primer webinario con los nuevos productos. Mucha, mucha emoción, mucha expectativa. Y creo que aquí está Igor ya. Hello, Ronnie. Nice to see you. Hello, Igor. What happened to you? Are you sick? Are you coughing? Yeah, I got a cold, but everything is okay. Thank you very much. So, Ronnie, are you new? Yeah, I saw you a lot of time before. Because today we have a Spanish webinar, the last webinar, but I know you will be English, Germany, Russian, a lot of webinars before. So are you ready for this excited, absolutely amazing news? Absolutely. Yes, and I am happy that you will be translator for all Spanish community. So please invite people, share the link to this webinar because Alex prepared absolutely amazing slides, new slides. Guys, and everybody receive this slide really soon, maybe today exactly. Evening. Perfect. And be ready because the news is really incredible. Ok, entonces Igor nos dice que quien tiene ahora todavía está esperando aquí frente a la pantalla, por favor aprovecha, postea este enlace, esta invitación a algún grupo en Telegram, en Facebook, en WhatsApp, en cualquier red social o cualquier messenger que tienes, invita porque Alex viene ahora. Alex tiene muy, muy emocionantes novedades y tiene nuevas diapositivas. Y aquí ya está nuestro amigo Alex, que siempre está para nosotros, siempre está cuando nosotros lo necesitamos. Y vamos a esperar qué buenas noticias nos va a dar hoy. Y pues tú sabes que muchos, muchos fundadores de empresas, ni siquiera los ves y Alex aquí está para nosotros. Alex, herzlich willkommen. Hi, Ronnie. Hello, hello, hello. So nice to meet you all. Sehr, sehr schön, euch alle zu sehen. Yo estoy muy contento de ver a todos ustedes. Ich bin auch heute richtig geladen, ja, also nicht müde. Ich platze vor Energie. Hoy no estoy nada cansado, estoy cargado de energía. Deswegen frage ich euch, wie seid ihr drauf? Seid ihr on fire, ready to go? Bereit, richtig alles zu übernehmen und richtig da draußen zu explodieren? Por eso yo te pregunto, ¿cómo tú estás de ánimo hoy? ¿Estás cargado de energía también? ¿Tú estás ardiendo? ¿Estás listo para tomarte todo este mercado ahí afuera? Dime, pónmelo en los chats. Ok. Schauen wir mal. Hallo aus Portugal. Very, very good. Very, very good. So, let's rock. And we starten mit der Präsentation, weil wir gehen in ein neues Zeitalter. Das wird einfach phänomenal. Vamos a empezar con la presentación porque vamos a entrar en una nueva era. Eso va a ser fenomenal. Ecuador, 100% ready. España ready, Mexico ready. Okay, so in the future, we're speaking only about Ultima Business, guys. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier nicht nur irgendwelchen Coin irgendwie folgen und so weiter. Wir bauen hier ein richtiges Business auf und jeder, der eigentlich mit Blockchain-Industrie zu tun hat, ist im Grunde genommen auch ein Krypto-Businessman. Aquí nosotros vamos a empezar de aquí en adelante de Ultima Business, Ultima, el negocio Ultima, porque es importante que tú entiendas que no estamos hablando de solamente una moneda, sino estamos creando aquí un tremendo negocio, un gran negocio, y cualquier persona que usa la tecnología blockchain también es de alguna parte usuario de cripto. Und deswegen muss man auch sich in diesem Bereich richtig gut auskennen, damit man richtig gute Ergebnisse hier erreichen kann. Y por eso en este campo tú tienes que tener un pleno conocimiento para que tú puedas llegar a unos resultados muy buenos. So, zuerst ein kurzer Disclaimer, ja, also dass wir allen regulatorischen Anforderungen entsprechen. Primero aquí un pequeño descarga de responsabilidad para que cumplimos al 100% con el reglamento y con las leyes. Und wir müssen auch uns darauf fokussieren, was eigentlich euch alle so richtig interessiert. Wo kann ich Geld verdienen? Wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich Geld vermehren?
Y obviamente nosotros nos enfocamos en un tema que a todos ustedes les interesa. ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo ahorrar dinero? ¿Y cómo puedo multiplicar mi dinero? Das meiste Geld wird heutzutage in Hightech-Business verdient, mit Internet, Smartphones, Computern, sozialen Medien und so weiter. Und Blockchain ist auch so ein Hightech-Revolution. El dinero, los montos más grandes de dinero se ganan hoy efectivamente en la parte de la tecnología con internet, con también smartphones y computadoras, obviamente, pero también la tecnología blockchain es una gran, gran parte ya de esta revolución. Nur bei Internet oder Smartphones oder sozialen Netzwerken, nur wenige Leute nutzen diese Tools wirklich zum Geld verdienen. Die meisten surfen da nur und verbrennen ihre wertvolle Zeit. Sí, y si hablamos de redes sociales, de smartphones, de teléfonos inteligentes, de internet en sí, muy poca gente usa estas herramientas para ganar dinero. La mayoría de la gente solamente pierde su tiempo porque están surfeando dentro de esas plataformas. Blockchain ist da komplett anders. Jeder, der sich mit Blockchain oder Krypto beschäftigt, will eigentlich damit Geld verdienen. Y el tema de blockchain es totalmente diferente. Cualquier persona que se ocupa de ese tema de blockchain lo hace principalmente por ganar dinero. Und kein Wunder, weil Blockchain und digitale Währungen sind einfach die Zukunft der aktuellen Geldwährungssysteme. Und das ist ja nichts Neues. Jeder kennt inzwischen und nutzt auch Kryptowährungen weltweit. Y eso no es de sorprenderse porque blockchain y criptomonedas es simplemente el futuro de todas las formas de pago y mucha gente ya están usando esta tecnología, la tecnología blockchain. Blockchain ist eigentlich bereits so weit, um sogar bei allen Transaktionen die Vermittler zu ersetzen, wie Banken, Broker, Börsen und so weiter, indem sie einfach alle Transaktionen selber ausführt, sicher, schnell und bequem. Y la tecnología blockchain está ya tan avanzado que puede eliminar inclusive todos los intermediarios, por ejemplo, bancos, intermediarios, instituciones financieras y las transacciones se pueden realizar en segundos. Und die Blockchain ist eigentlich eine neue Megachance für jeden da draußen, der die Internetentwicklung und auch Entwicklung von großen Companies verpasst hat, weil Internet hat jetzt 4,4 Milliarden Nutzer und Blockchain hat nur 50 Millionen aktive Nutzer, die steht ganz am Anfang und alle Chancen sind noch offen. Y aquí toda la gente que se han perdido esta ola, esa tendencia de negocios del Internet, ahora tienen la oportunidad de aprovechar al máximo el crecimiento del blockchain. ¿Por qué? Porque en el Internet ya tú tienes 4.4 mil millones de usuarios, en el blockchain apenas 50 millones de usuarios activos. Und während ganz normale Menschen noch hin und her überlegen, stoßen die großen Companies schon vor. Die beschäftigen sich seit Jahren mit Blockchain, mit Metaversen, mit NFTs, machen eigene Blockchain-Projekte in unterschiedlichsten Bereichen, bauen sie Blockchain-Projekte auf. Y mientras el hombre pequeño todavía está pensando si va a entrar al mundo del blockchain o no, las empresas grandes, las multinacionales que todos nosotros conocemos, ya están haciendo sus propios productos, están ya creando sus propios sistemas en blockchain, metaverso, NFTs y todo ese tipo de cosas. Und hier ganz wichtig, wir sind seit 2016 aktiv auch in der Blockchain-Industrie unterwegs. Wir haben die Vision, das größte Ökosystem aufzubauen mit einem der weltbekanntesten Token. Wir haben auch Proof of Concept, Proof of Technology, Proof of Business, Proof of Market. Wir haben 2,8 Millionen Nutzer aufgebaut. Y nosotros ya estamos dentro de este mundo del Blockchain desarrollando activamente desde el año 2016. Son 7 años y hemos ya entregado la prueba del concepto, la prueba de nuestro negocio, la prueba de la tecnología y la prueba del mercado. En fin, ya tenemos 2.8 millones de usuarios. Und wir haben mehr als 7 Jahre Erfahrung. Niemand hat mehr Erfahrung als wir. Niemand auf dem Markt aus unserer Branche hat die letzten 7 Jahre überlebt. Wir sind mega, mega groß, wir sind mega schnell und gerade starten wir einfach eine mega Rakete.
Y también hay que ver que nosotros estamos ya 7 años en el mercado, con 7 años de experiencia, y nadie que se mueve dentro del mismo campo que nosotros ha sobrevivido. Nosotros somos los únicos sobrevivientes, y con lo que lanzamos ahora vamos a tener también un proyecto muy, muy fuerte. So, und ich bin der Alex Reinhardt, der geistige Vater des Ökosystems. Ich stehe auf den internationalen Bühnen. Ich werde auf Zeitschriften gedruckt, ja, habe ein Buch rausgebracht, viele, viele Artikel über mich und so weiter. Jede Woche in Webinaren mit euch, fast jeden Tag mit Voice Messages. Also 7 Jahre sind wir schon zusammen. Y yo soy, él es, Alex Reinhardt, está en todos los escenarios grandes de este mundo, las grandes exposiciones de blockchain. También ha escrito un libro, también tiene su propia academia, y muchos, muchos medios de comunicación están hablando de él. Y desde hace 7 años ya está con nosotros, ya está trabajando aquí hombro a hombro. Die Idee ist ziemlich einfach, ein Ökosystem aufzubauen mit vielen Produkten, die richtig cool sind, wo die Nutzer einfach den Blockchain-basierten Token nutzen können, um Geld zu verdienen, zu sparen oder zu vermehren. Nuestra idea es relativamente simple. Nosotros hemos creado un ecosistema donde los usuarios pueden usar un token para tomar su dinero y o ganar dinero, de ahorrar dinero y multiplicar su dinero. Dazu haben wir uns für die Smart Blockchain entschieden. Smart Blockchain ist einfach ein dezentralisiertes Blockchain-Netzwerk mit Smart Contracten. Nosotros hemos decidido de hacer uso de un blockchain inteligente, y esta es una blockchain que permite crear una cosa que se llama smart contracts, contratos inteligentes. Und die Vorteile einer Smart Blockchain natürlich eine absolute Dezentralität, Smart Kontrakte auf eine beliebige Art und Weise. Eigentlich für alles gibt es einen Smart Kontrakt, die ist sicher, die ist absolut zuverlässig. Man kann dezentralisierte Apps darauf bauen, man kann Tokens darauf kreieren und das Wichtigste, man kann darauf Liquiditätspools machen. Y esta blockchain inteligente tiene muchas ventajas. Antes que nada, está 100% descentralizado. Tú puedes crear un contrato inteligente, puedes crear contratos inteligentes para una infinidad de cosas. Obviamente, está realizando muchas, o las transacciones son muy, muy, muy seguras, y se pueden crear propios tokens, propias aplicaciones descentralizadas, y también se pueden crear piscinas de liquidez o liquidity pools. Die Smart Blockchain ist auch sehr wettbewerbsfähig, ja, mit ihrer Geschwindigkeit. Ein Block alle 3 Sekunden wird ein Block geschlossen. Das ist fast Realtime. Mit 2000 Transaktionen pro Sekunde schlägt sie fast jede Blockchain. Y también el Smart Blockchain está muy avanzado en cuanto a la tecnología. Si vemos aquí los tiempos en que se va a cerrar un bloque, son cada 3 segundos se cierra un bloque, son 2.000 operaciones por segundo. Eso es casi en tiempo real. Und die Idee, die wir jetzt verfolgen, ist einfach aus dem ganz normalen Ultima-Token einen hyperdeflationären Token zu machen. Y nuestra idea que estamos persiguiendo ahora es de hacer desde nuestro último token un token hiperdeflacionario. Deswegen haben wir damit angefangen, ein hyperdeflationären Modul da einzubauen. Ja? Also Hyperdeflation Deflation bedeutet eigentlich, dass ein Asset knapper wird, die Nachfrage steigt und der Preis explodiert. Y hiperdeflacionario realmente significa que un activo sube de precio. ¿Por qué? Porque se hace más escaso, hay menos y menos y menos de este activo. La comunidad o los usuarios, ¿sí?, suben, y con eso un resultado inevitable es el precio sube. Und Hyperdeflation bedeutet, dass diese Abnahme des Assets passiert extrem schnell und der Aufbau der Community erfolgt auch extrem schnell und deswegen der Preis explodiert einfach unglaublich. Y esta palabra extra de hiper significa que esta disminución del monto existente de este activo
es en una manera muy, muy, muy rasante, muy rápida, y también el crecimiento de la comunidad procede muy rápido. So, was ist eigentlich unsere Erfindung und wieso gehen wir eigentlich, andersrum. Was bedeutet eigentlich, dass unser Modell ist wettbewerbsfähig und hyperdeflationär? ¿Qué quiero decir cuando yo digo que nuestro modelo de negocio es totalmente competitivo y puede inclusive compararse con muchos otros competidores? Wir haben dieses Modell nicht aus dem Blauen gegriffen. Wir haben hier uns stark an das Modell von Bitcoin angelehnt und einfach geguckt, hey, wo können wir was besser machen, dass unser Modell noch wettbewerbsfähiger wird als sogar das Modell von Bitcoin. Y nuestro modelo no lo hemos creado así, nada más sin pensar en nada. Nosotros hemos tomado como referencia más o menos a Bitcoin y hemos visto que, ¿cuáles características tiene este modelo y cómo podemos inclusive mejorarlo? Und hier sage ich nicht, dass wir besser als Bitcoin sind und so weiter. Wir lieben alle Bitcoin, das ist unser geistiger, das ist ja unser Gott in Kryptowährungen. Aber Bitcoin ist ja nicht allein auf dem Markt. Es gibt auch Ethereum, es gibt auch Dash, es gibt auch BNB, sie sind auch sehr erfolgreich. Ja, und deswegen gehen wir auch auf den Markt und wir versuchen einfach ein wettbewerbsfähiges Modell zu kreieren, damit wir auch da überleben können. Y no quiero decir con eso que nosotros tratamos de ser mejor que Bitcoin, sí, porque Bitcoin obviamente es el dios de las criptomonedas, pero hay muchas otras criptomonedas en el mercado como Ethereum, como Dash, como BNB, y claro, si tú estás en un mercado compitiendo, tú tienes que comparar con alguien. So, der wichtigste Faktor sind natürlich aktive User. Da ist Bitcoin mit 50 Millionen klar vorne, aber wir sind mit 2,8 auch ein bisschen schon hinterher. Das heißt, wir müssen uns nur mit Menschen auffüllen, mit der Community, auch mit Liquidität, und dann sind wir sehr wettbewerbsfähig. Y Bitcoin obviamente ya tiene 50 millones de usuarios activos y nosotros tenemos ahí un poco menos, pero eso quiere decir simplemente que nosotros tenemos que movernos, tenemos que agrandar nuestra comunidad y tenemos que ser más activo. Und das Weitere ist Max Supply, also wie viele Tokens oder Coins gibt es insgesamt? Der Bitcoin hat 21 Millionen, wir haben 100.000. Das heißt, für uns ist es viel einfacher, einen höheren Preis zu erzielen. Y también el suministro máximo, hay que ver aquí, Bitcoin tiene 21 millones de monedas y nosotros solamente 100.000 monedas, por lo tanto para nosotros va a ser mucho más fácil llegar a un precio más alto. Auch haben wir den Faktor der Volatilität ein bisschen angegriffen. Bitcoin hat 100% alle Tokens auf dem Markt und wir versuchen maximal 20, im besten Fall, also in 10 Jahren werden es irgendwo 5% der Tokenmasse nur auf dem Markt sein, damit der Token nicht nur stabilisiert wird, sondern auch richtig wachsen kann. Y Bitcoin tiene obviamente un problema con la volatilidad. ¿Por qué? Porque hay 100% de los Bitcoins en el mercado disponible para la venta. Pero nosotros tratamos de iniciar aquí con un máximo de 20% de monedas en el mercado que obviamente no permita tanta volatilidad. Y aparte de eso, en 10 años más o menos vamos a llegar a un solo 5% de suministro disponible en el mercado circulante. In Ultima haben wir zum Beispiel auch ein Tool integriert, was Bitcoin gar nicht hat. Das ist die Lifetime Pool Fee. Das bedeutet, 3% pro jede Transaktion werden weggenommen und für mindestens 50 Jahre in der Blockchain zurück eingefroren. Y también tenemos aquí un mecanismo, hemos agregado que Bitcoin no tiene, que es un costo de transacción de por vida de 3%, y esos 3% vienen, cada usuario lo paga, y nosotros lo mandamos al blockchain y lo congelamos por mínimo 50 años. Das bedeutet, das Angebot wird immer knapper, 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 bis da überhaupt keine Coins auf dem Markt sind. Y eso quiere decir, este activo, estas monedas, Ultima Token, se hacen más escaso, más escaso, más escaso, hasta que en un momento no hay ninguna moneda más en el mercado disponible. Weiterer sehr großer Einflussfaktor ist der tägliche Supply, das heißt, wie viele Tokens oder Coins tatsächlich pro Tag auf den Markt gelangen. Bei Bitcoin sind es 900 Bitcoins pro Tag, bei uns sind es nur 50 Tokens pro Tag.
También un aspecto, un punto muy importante es el suministro diario. Bitcoin se producen cada día 900 que en teoría pueden llegar al mercado, pero última token, hay solamente 50 monedas que cada día se van a liberar y pueden llegar al mercado. Und das stärkste Tool ist der Halving. Ja, das ist bei Bitcoin eine Mega-Rakete. Und bei Bitcoin passiert eine Halbierung dieser täglichen Angebots. Ja, Halving bedeutet, diese 900 gehen auf 450 zurück, alle 4 Jahre, also Halbierung. Und wir haben das nicht alle 4 Jahre, sondern jedes Jahr. Y aquí también ves que el Bitcoin cuenta con un mecanismo que se llama halving, donde los mineros reciben entonces la mitad de la recompensa. Y eso quiere decir que cada 4 años se disminuye aquí con Bitcoin, en este caso de 900 a 450. Pero ya con nosotros esto pasa todos los años. Wir sind eigentlich fast um das 70-fache schneller als der Bitcoin hier, weil wenn du 900 durch 50 teilst, das sind 18, dann 18 mal 4 Jahre. Ja, das heißt, unser Vorteil ist fast die 70-fache Verknappung von Tokens im Vergleich zu Bitcoin. Si tú aquí lo cuentas, lo pones en relación, podemos crecer 70 veces más rápido que Bitcoin. ¿Por qué? Si tú divides 900 que salen de Bitcoins por día entre 50 y luego tú lo multiplicas por 4 años, te llegas a la conclusión que nosotros tenemos un factor de 70 en que podemos crecer más rápido. Und diese Verknappung wird immer krasser und krasser. Y esta escasez se hace más y más y más y más fuerte cada vez. Zum Beispiel der Bitcoin macht Halving auch so in April 2024, wird von 19 auf 19, 900 auf 450 fallen. Wir werden von 50 auf 25. Aber der nächste Halving wird in 4 Jahren sein. Dann wird er nur halbieren und wir werden Richtung fast einen Token pro Tag gehen. Ja, ein Fünfzigstel wird es nur werden. Das heißt, wir werden da die krasseste Verknappung erleben, was die Welt je gesehen hat. Y si tú te pones a pensar que Bitcoin también tiene su halving, más o menos en abril, y entonces va a reducir de 400, de 900 a 450, pero nosotros ya vamos a estar en este momento a 25 por día, y hasta que sucede el próximo halving de Bitcoin, nosotros vamos a estar ya a un solo token por día, que es más o menos 50 veces menos que Bitcoin en este momento. Und deswegen sagen wir kreieren nicht nur einen deflationären Token, wie zum Beispiel der Bitcoin, nur mit seinem Halving. Wir kreieren einen hyperdeflationären, der weniger Max-Supply hat, weniger Daily-Supply hat, einen viel häufigeren Halving hat, jährlichen und nicht alle 4 Jahre. Und natürlich diese 3% pro Transaktion, die weggenommen werden, für 50 Jahre weggefroren werden. Das gibt es sowieso nirgendwo. Y por eso decimos que no simplemente tenemos una moneda deflacionaria, como Bitcoin también lo es, sino hiperdeflacionaria, porque tenemos un suministro diario muy bajo, un suministro total inclusive muy bajo, tenemos el halving cada año y después este costo de transacción de 3% que en cada transacción se aplica. So, und unsere Erneuerung, unsere Innovation ist sogenanntes delegiertes Liquiditätspool. Y la innovación que nosotros lanzamos es una piscina de liquidez delegada. Eigentlich sind es Tokens auf einer Wallet, die durch ein spezielles Smart Contract eingeschlossen sind und komplett allein durch Blockchain kontrolliert werden. Realmente te puedes imaginar esto como una billetera que tiene una cantidad de monedas que están ahí guardadas a través de un contrato inteligente y que después se entregan. So, und der Deal zwischen Blockchain und zwischen dem Liquiditätspool und dem Nutzer ist ziemlich einfach. Das ist ja ein Liquiditätspool, benötigt Liquidität und der User hat die Aufgabe, den Pool mit Liquidität zu füllen.
Y la historia es realmente muy simple. Esa es una piscina de liquidez. Y lo que hace la relación entre el usuario y esta piscina de liquidez es que el usuario tiene que proporcionar liquidez primero. Und dafür bezahlt Liquiditätspool den User eine Lifetime-Belohnung, eine lebenslange Belohnung. Solange der Pool existiert, bekommt der Nutzer die Belohnung dafür, dass er den wenigstens einmal mit Liquidität aufgefüllt hat. Y a cambio de que este usuario ofrece liquidez a esta piscina de liquidez, recibe un pago de por vida, un pago a tiempo indefinido mientras existe esta piscina de liquidez, va a recibir como recompensa por haber ofrecido esta liquidez, estos pagos. Das bedeutet, dass der Nutzer eigentlich sogar auf der täglichen Basis diese Belohnung bekommen kann. Eso quiere decir que el usuario puede recibir diariamente esos pagos. So, wie funktioniert das im Detail? Also der Vorteil ist, dass der Pool niemals mehr als 50 Tokens pro Tag rausgibt, egal ob du einen Einnutzer hast. Ob einer Million Nutzer da sind, egal, 50 Tokens kommen raus und werden gleich unter allen aufgeteilt. ¿Y cómo tú te puedes imaginar eso? ¿Cómo realmente funciona? Antes que nada, es muy importante que entiendas que este pool de liquidez, esta piscina de liquidez, solamente libera 50 monedas todos los días. No importa si hay 1.000 usuarios, si hay 1.000.000 de usuarios, cada día se liberan 1.000.000 de tokens. Nur der Pool muss ja wissen, wie viel, auf wie viele Teile muss er den Token splitten. Ja, und deswegen diese Teile, auf die die Blockchain diese Belohnung von 15 Token splittet, heißt auch Split. Y obviamente esta piscina de liquidez tiene que saber entre cuáles usuarios, cuáles billeteras, tiene que dividir estos 50 tokens todos los días. Y por esto aquí hay un mecanismo que detecta precisamente eso. Das bedeutet, ein Split ist ein gleicher Teil, was diese Belohnung im System von Live, von dem Liquidity Pool bekommt. Eso quiere decir que tú tienes entonces un split. Un split es una participación y entre todas las personas que tienen splits, puedes tener uno o más, se dividen entonces estas monedas que diariamente se entregan. Die Menschen können mehrere Splits besitzen. Der eine kann einen besitzen, der andere fünf, der andere 5000. Und je mehr Splits du hast, desto mehr ist deine Belohnung aus dem Pool. Tú puedes tener un split, una participación, o puedes tener 50 o puedes tener 5.000. Entre más grande es la cantidad de splits que tú tienes, más grande es la recompensa o la parte que a ti te toca de estas 50 monedas cada día. So, und damit das Ganze auch lebenslang laufen kann, ja, den Split, das ist so ein Anrecht, dass du deine Belohnung holst. Und die Leute haben immer Angst, dass irgendjemand denen dieses Recht wegnimmt, die Company oder irgendjemand. Es muss absolut sicher sein, der Nutzer muss allein den Eigentum an diesem Recht haben. Es muss auch dezentral sein, deswegen Split ist auch ein Token. Ein komplett dezentralisierter Token auf der Smart Blockchain. Y para que la gente pueda estar seguro que estos splits, las participaciones, son al 100% de su propiedad, que no puede venir una empresa, puede quitárselo o cualquier otra persona, también necesitamos una moneda que también el sistema en sí está montado en un blockchain totalmente descentralizado, pero también este token que existe va a estar obviamente de manera totalmente descentralizada. Jeder, der Splits hat, kann von dem Pool lebenslang Belohnungen bekommen in Form von Ultimas und diese Ultimas kann er verkaufen, kann einsetzen, also das ist, kann er richtig davon profitieren. Y cada persona que tiene estos splits, esas participaciones, recibe diariamente Ultima Token. Y estos Ultima Token puede él volver a usar, puede él vender o los puede usar aquí dentro de nuestro ecosistema.
Diese Splits sind aber so flexibel, dass man sie leicht auch auf andere Leute übertragen kann. Zum Beispiel, wenn man ein paar Splits abverkaufen möchte oder man möchte die vererben an Kinder, an Frau oder möchte, weiß ich nicht, seinen Eltern schenken oder seinen Nachbarn. Y estos splits tú también puedes transferir a otra persona. Si tú, por ejemplo, los quieres vender, si ya no quieres recibir los pagos diariamente, los puedes vender o también son heredables. Puedes tú dejárselo a tu familia. Und jetzt kommen wir zu dem Halving. Das ist die stärkste Waffe im Blockchain-Business. Wenn die Anzahl der Tokens, die auf den Markt kommen, täglich auf den Markt kommen, einfach halbiert werden. Und wie gesagt, bei Bitcoin alle 4 Jahre, bei uns jedes Jahr. Y ahora venimos al arma más potente, que es el halving. Si tú tienes un suministro de token que cada año se está disminuyendo, entonces, obviamente, hablamos de algo, un mecanismo muy, muy poderoso. Y acuérdate, en Bitcoin también sucede lo mismo, pero cada 4 años. Y aquí con nosotros, cada año. Und zuerst wird mit 50 Tokens pro Tag gestartet, dann 25, 12, 6, 3 und im 2028, das sind knapp in 4,5 Jahren, haben wir nur einen Token pro Tag für die Community, die vielleicht 100 Millionen ausmacht. Y mira aquí nada más. Empezamos ahora con 50 tokens por día que se entregan. Luego un halving a 25, a 12, a 6, a 3. Y en 2028, que apenas son 4 años y medio, tenemos un token por día. Pero piénsalo, tal vez tenemos en este momento 100 millones de usuarios y solamente tenemos un solo token. Und deswegen, halving dient dafür, dass die Anzahl der tokens immer kleiner wird, bei größeren, immer wachsenden Community und dass der Preis einfach Richtung 100.000 fliegt und sogar noch höher. Y aquí tú ves que el halving disminuye el suministro diario y también la comunidad se encarga de crecer y crecer y crecer y crecer. Y esto es el resultado inevitable, va a ser que la moneda sube otra vez a 100.000, otra vez a más. Jetzt ist die Frage, woher kommen diese Tokens? Wie bekommt man den Ultima-Token? Das sind 3 Wege. Man kann es auf der Börse sich besorgen, man kann die Tokens aus dem Split-Reward bekommen oder man kann die Tokens mit Ultima-Business verdienen. Ahora tú te preguntas, oye, ¿de dónde puedo yo conseguir esos Ultima-Token? Hay 3 caminos, ¿cómo obtenerlos? Uno, te lo puedes comprar en la exchange. Otro es que tú puedes tener estos splits, esas participaciones y recibirlos cada día, o te los puedes ganar también dentro de nuestro modelo de negocio. Und hier, wenn man mit Split Rewards rechnet, muss man verstehen, wie man an die täglichen Tokens Reward kommt. Man braucht eine sogenannte Split-Lizenz, man braucht einen sogenannten Split-Kontrakt und man bekommt die Tokens auf der täglichen Basis. Y cuando tú quieres aquí participar y quieres obtener a través de los splits las monedas, tú necesitas una licencia, tú necesitas un contrato y entonces diariamente tú recibes tus monedas. Und jetzt natürlich ganz wichtig zu verstehen, was ist eigentlich eine Split-Lizenz? Und das ist nichts anderes als eine Vorreservierung der Anzahl der Splits auf der Blockchain. Das bedeutet, wir sagen, hey Blockchain, ich brauche so und so viele Splits und das ist dann mein Limit, was ich produzieren kann. Y ahora, para entender qué es realmente una licencia de esas participaciones, eso es nada más como una pre-reserva que tú le dices al blockchain, hey blockchain, yo ocupo una cierta cantidad de splits y con esta licencia tú prácticamente los apartas. Es ist genau wie im echten Leben. Blockchain muss auch vorher wissen, wie viele Splits sie produzieren muss, genauso wie jede Fluggesellschaft genau wissen muss, wie viele Flugplätze gebucht sind oder wie jedes Hotel wissen muss, wie viele Zimmer sind vorreserviert. Ja? Also das erlaubt der Blockchain, die richtige Anzahl an Splits zu produzieren. Es también igual como en la vida real. Tú, una aerolínea tiene que saber, okay, cuánta gente quieren volar en el avión, o un hotel tiene que saber, oye, cuánta gente se quieren hospedar. Asimismo, también la blockchain necesita saber, okay, cuántos participantes hay aquí. Und dann kommt der zweite Schritt,
der unmittelbare Kontrakt mit dem Liquiditätspool und Übergabe der Liquidität von User. Die Ultima Tokens fließen in Liquidity Pool und der Blockchain gibt die Split Tokens dem User dafür. Y después viene el próximo paso que el usuario está ofreciendo la liquidez, manda prácticamente sus tokens, su liquidez al blockchain, al liquidity pool y a cambio esta piscina de liquidez empieza a entregar pagos diarios a la billetera del usuario. Und hier ist die Regel ganz einfach. Je mehr Splits du hast, desto größer ist deine tägliche Belohnung und bei dem wachsenden Ultima-Preis umso mehr verdienst du. Y aquí la regla es muy sencilla. Entre más splits tú tienes, más es tu recompensa cada día, más es el pago que tú recibes todos los días. Y como el precio puede subir inclusive, entonces tú recibes cada día más valor, más dinero. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht das Ganze aus? Es sind zwei Pakete dann im Dashboard, eine Lizenz, die Lizenz stellt den Split Limit dar und ein Kontraktpaket, der tatsächlich den Split produziert und beide Kosten getrennt. Y ahora preguntas, okay, ¿cómo en la práctica funciona eso? En tu back office vas a ver dos diferentes productos. Uno es la licencia y otro es el contrato. Y los dos aparecen ahí y se pueden adquirir a través del back office. So, und lasst uns auch alle Pakete eine Übersicht verschaffen. Es gibt nicht nur kleine Pakete, es gibt kleine, mittlere und sehr große. Und hier natürlich der wesentliche Unterschied sind die Kosten pro Split. Y también aquí hablamos de todos los productos. Hay diferentes productos, no hay simplemente paquetes pequeños, hay grandes. Y aquí ves el último número abajo, lado izquierdo, es el costo que tú realmente pagas por un split. Die Pakete zwischen 110 und 550 haben immer einen fixierten Cost per Split von 220 Euro. Los paquetes entre 110 y 550 euros siempre tienen un precio fijado por cada split de 220 euros. Und dann kommen die größeren Pakete. Der Basic-Paket hat bereits einen Cost per Split von 147, also deutlich günstiger. Und der Plus hat sogar von 110, also nur die Hälfte dieser Kosten. Y luego viene el paquete Basic, que tiene un costo por split de 147 euros, que es ya considerablemente menos. Y el paquete Plus tiene un costo de solamente 110, que es muy por debajo del otro precio, es la mitad. Und die größeren Pakete wie Pro, da kostet der Split bereits 45. Und der größte Paket, der Ultima, der kostet 11 Euro ein Split. Y los más grandes paquetes, el Pro, por ejemplo, cuesta un split 44 euros. Y el más grande, el Ultima, cuesta solamente 11 euros una participación, un split. Warum die Kosten pro Split so wichtig? Weil umso weniger, umso günstiger der Split ist, umso mehr könnt ihr euch für das Geldbetrag Splits leisten. Je mehr Splits, umso höhere Belohnung und höhere Profit. ¿Por qué es el precio del split de la participación realmente tan importante? Porque entre menos te cuesta cada participación, pues más puedes comprar por tu dinero y obviamente cuando recibes luego las recompensas, pues serán también mucho más grandes con más splits. Und natürlich hier kommt für den ersten Monat September eine mega bombastische, legendäre Promotion, die wird nur 30 Tage funktionieren. Deswegen bereitet euch richtig ordentlich vor, wo man einfach hier den fünffachen Split bekommen kann. Das ist der absolute Wahnsinn, nicht den Split, sondern den Split-Limit, ja, eine fünffache Lizenz bekommen kann. Und diese Promotion kann niemand verpassen. Y vamos a tener también para inicio una promoción muy, muy, muy interesante. No te la puedes perder. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener 5 veces más de splits que normalmente podemos adquirir. Pero ojo, esta promoción solamente vamos a tener por 30 días.
Und das ist auch ganz wichtig, ja, der fünffache Limit, das ist dann für immer. Es ist nicht nur in einem Jahr auszuschöpfen oder in zwei. Man kann auch 5 oder 10 Jahre dafür brauchen, um es aufzufüllen. Ihr habt Zeit. Man kann auch diesen Limit aus den Split Rewards auch auffüllen. Ja? Also muss man nicht unbedingt das frische Geld nehmen, kann auch aus den Einnahmen aufgefüllt werden, um noch mehr Splits zu bekommen. Das ist richtig cool. Y tienes que tomar en cuenta una cosa, es muy importante. Cuando tú compras esta licencia de las participaciones de los splits, no necesariamente tienes inmediatamente que llenarlos, ¿sí? Y ofrecer esta liquidez de todos los splits que tú tienes. Puedes tomarte tiempo, 5 años o lo que sea. Inclusive puedes tú ofrecer o enviar una pequeña parte de la liquidez y ya recibes tú las recompensas y de las recompensas diarias puedes tú llenar el resto de tus splits que te quedan. Und hier ganz wichtig, also die Promotion kann man nur kaufen mit frischen Ultimas aus dem Markt oder von der Wallet. Ja, das ist sehr wichtig, nicht aus dem Dashboard, nicht mit dem Smart, nicht mit irgendwas, nur mit Ultima vom Markt. Y muy importante es una cosa, estas promociones, esos paquetes de promoción que te dan 5 veces más, solamente puedes pagar con últimas del mercado, no con nada de smart, no con algo del back office, tiene que provenir del Mercado Libre. Okay, lasst uns mal vergleichen. Die meisten Menschen wollen ja vergleichen. Wie soll ich starten mit einem kleinen Paket oder gleich mit einem Promo-Paket? Vamos a comparar, a la gente siempre le gusta comparar. ¿Debo empezar con un paquete pequeño o realmente debo hacerlo con un paquete ya más grande de la promoción? Ich sage euch natürlich, mit Promo-Paket ist immer am besten. Warum? Der Split, der Kosten pro Split ist einfach viel günstiger. Ja, also so ein Basic-Promo-Paket, der Kost per Split ist bei 88 Euro anstatt 220. Und entsprechend so groß ist auch der Profit. Aquí tú estás viendo que el precio es obviamente mucho más bajo de un paquete en promoción. Ves, el precio normal sería 220 y el precio de la promoción es solo 88 euros, que es muchísimo menos. Und wenn wir uns den Promo-Paket anschauen, lasst uns im Detail erklären, was kostet, was man dafür bekommt, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Vamos a mirar detalladamente este paquete de promo para que después no haya malentendidos y no haya problemas. So, wenn man den Basic-Promo-Paket nimmt, 1100 Euro in Ultimas bezahlt, bekommt man 75 Split-Limit. Nur, das bedeutet keine Splits. Man bekommt nur Vorreservierung auf der Blockchain für 75 Split Limits. Cuando tú compras este paquete promo basic, entonces tú tienes 75 lugares en el blockchain, split en el blockchain garantizados, lo tienes reservado solamente. Und dann muss man diese Splits auffüllen mit verschiedenen Paketen. Das können die Light-Pakete sein, Starter-Pakete sein, egal. Wenn man aber nicht große Pakete nimmt, sondern kleine, sind die Extrakosten belaufen sich plus minus auf 8.250 Euro, um 75 Splits aufzufüllen. Y después tú puedes rellenar o activar estas participaciones, estos splits del blockchain, con paquetes pequeños, pueden ser paquetes de 110, de 550, pero realmente cuando tú haces esto, el costo para activar todos tus splits sería de 8.250. Deswegen rate ich immer, füllt bitte mit größeren Paketen, wie zum Beispiel, wenn es Basic Promo ist, dann nimmt auch ein Basic Contract, ja, den gleichnamigen, weil dann zahlt ihr weniger, anstatt 8.250 zahlt ihr nur 5.500 und an den Lizenzen spart ihr auch 4.000 und dann habt ihr richtig viel Geld gespart und euren Limit voll aufgefüllt. Por eso digo siempre a la gente, si tú ya participas en la promo, pues también participa en la promo con el mismo nombre de los contratos, ¿no? Si tú obtienes la promo del contrato, obviamente en vez de 8.250 pagas solamente
5.500 ist obviamente un costo mucho más bajo. Natürlich fragt ihr mich, Alex, wie können wir berechnen, wie viel können wir verdienen, wie schnell können wir unsere Kosten zurückholen, wie sollen wir alles berechnen? Und hier ist die Antwort, man muss wirklich auf den Preis schauen und wie viele Splits im Markt sind. Y la gente me pregunta, Alex, ¿cómo yo puedo aquí ganar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo, qué tan rápido recupero mi dinero? Pero para esto tú tienes que mirar el precio en el mercado. Wenn der Preis 10.000 ist, dann haben wir den Ergebnis. Wenn der Preis 100.000 ist, dann haben wir das Zehnfache verdient. Si el precio del token es 10.000, hemos ganado un monto. Y si es el precio 100.000, entonces hemos ganado 10 veces más. Und auch die Anzahl der Splits, habt keine Angst davon. Ihr denkt, oh, die Splits werden wachsen, wir werden immer weniger verdienen. Aber ihr vergesst eine Sache, je mehr Splits im System sind, desto höher ist der Preis. Y tampoco tengas miedo de decir, ah, no, que siempre venden más y más splits y cada día es menos lo que uno recibe. Sí, pero tú te olvidas una cosa. Entre más splits hay en el sistema, más gente hay, más alto es el precio. Also wenn wir zum Beispiel komplett den Promo-Paket aufgefüllt haben, 6.600 Euro ausgegeben haben und wir haben jetzt die Lizenz für 75 Splits und diese Limit wurde mit 75 Splits auch aufgefüllt. Das heißt, der Kunde hat tatsächlich 75 Split-Token in seiner Wallet. Si, por ejemplo, decimos que la persona adquirió este paquete de promo, la licencia, también el contrato, llenó su granja inmediatamente hasta arriba. Und wenn 50 Tokens jetzt ab Oktober startet, das Programm, wenn 50 Tokens jeden Tag rauskommen, 1 Million Splits sind im System, dann wird ein Split 0,00005 Ultimas pro Tag bringen. Si, por ejemplo, supongamos que vamos a vender 1 millón de splits y tenemos 50 monedas por día, entonces cada split te va a dar 0.00005 última token. So, multipliziert mal 75 splits, die ihr habt. Multiplícalo por 75 splits que tienes. Und dann mal 120 Tage bis zum nächsten Halving, wo von 50 auf 25 reduziert wird. Y esto por 120 días, donde vamos a disminuir de 50 a 25 monedas diarias. Dann bekommt man 0,45 Ultimas als Split Reward. Tú básicamente recibes 0,45 como recompensa por tus participaciones. Bei Preis von 10.000 habt ihr 4.500 Euro verdient. Si vamos a suponer que el precio quedan 10.000, tú recibiste 4.500 euros. In 4 Monaten. En 4 meses. Und Kosten sind 6.600. Y el costo era 6.600. Aber nach Halving bekommt ihr ja weitere Split Rewards. Pero después del Halving, tú recibes otras más recompensas diarias. Die nächsten, in den nächsten 360 Tagen bekommt ihr nochmal 0,67 Ultimas. En los próximos 360 días recibes otros 0,67 Ultimas. Multipliziert bei 10.000 sind 6.700. Si tú multiplicas eso por 10.000 son 6.700. Also fast verdoppelt. Es decir, casi lo doblaste. Und das tropft ja weiter. Y esto cada día sigue pagando. Unendlich lang, lebenslang. Esto indefinidamente, toda una vida. Und das ist ja eine Berechnung zu 10.000. Verkauf nicht zu 10.000, verkauf zu 20.000, zu 50.000, zu 100.000. Y esto, esta calculación que te hago, te la hago por 10.000, pero no vendes por 10.000, vende por 20, por 30, por 50, por 100.000. Ihr müsst ihr nicht verkaufen, das ist ja eure freie Wahl. Ihr könnt auch die zurückhalten und warten, bis der Preis sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht oder verzehnfacht. Y tú no tienes que vender. Quédate con las monedas y espera hasta que el precio se dobla, se triplica, quintuplica o más aún. Wenn aber der größere Paket da ist, dann habt ihr mehr Splits. Ja? Zum Beispiel bei dem Pro-Paket habt ihr 2.500 Splits.
Pero si tú adquieres un paquete más grande, entonces obviamente las participaciones son más. Imagínate, con el paquete Pro tienes 2.000 splits. Bei 66.000 Euro Vorkosten. Y con un pago de 66.000 euros. Produzieren 2.500 Splits in 120 Tagen 15 Ultimas. Entonces, 2.500 splits vas a tener y estos van a producir 15 últimas en esos 120 días. Bei 10.000 in 150.000. Y si la moneda cuesta 10.000, son 150.000 euros. Ist ja fast Verdreifachung. Eso es casi una triplicación. Auch bei Preis von 5.000 seid ihr immer noch im Plus. Aunque la moneda baja a 5, aún así estuvieras tú todavía en ganancias. Was ist der Preis? Ist nicht 10, sondern 20, 50 oder 100.000? ¿Y qué pasa si el precio no es 10, sino 20, 30, 50 o 100 mil? Und das ist, was ihr verstehen müsst. Und das Geile ist, es sind ja nur 120 Tage vorbei. Dann kommt der Halving. Und in den nächsten 360 Tagen werden euch 2.500 Splits nochmal 22 Ultimas bringen. Und bei 10.000 sind fast 220.000 extra. Y lo bonito de esta historia es que solamente han pasado 120 días. Imagínate, los próximos 360 días serán 22 últimas y al precio de 10.000 serían otros 200.000 euros. Und das ist nur. Also ihr sagt, oh Alex, woher kommen solche großen Zahlen? Wie kann das eigentlich sein? Und deswegen sage ich, das ist die Kraft der Promo, weil die Promotion senkt euren Cost per Split sogar in diesem Paket fast um das Zehnfache bei 27 Euro. Y ahora me preguntas, Alex, pero ¿de dónde viene tanto dinero? Sí, eso es lo que yo te estaba diciendo. Eso es el poder de la promoción, porque tú estás viendo aquí el costo del split. Aquí eso casi son 10%, porque el costo por sí son 27 euros. Wenn ihr hier 37 Ultimas habt, verkauft ihr nicht zu 10.000, verkauft sie zu 100.000. Si tú tienes ahora 37 últimas, no lo vendes por 10.000, véndelos por 100.000. Geht mal auf die Börse und versucht mal 37 Ultimas zu 7.000 mal zu kaufen. Tú vete a la bolsa y intenta de comprar 37 últimas por 10.000. Das sind 270.000 Esos Vorkosten. son 270.000 en costo que tienes que tú adelantar. Die Promo macht das sehr günstig. Y la promoción obviamente te lo hace esto mucho más accesible. Und das ist der Preis hier 7.000. Beim 1. September werdet ihr den Preis von 10.000 haben. Y esto es contando si pagas hoy por estos 37 monedas el precio de 7.000. Pero cuando ya empezamos el 1 de septiembre, el precio va a estar 10.000. Bei dem großen Paket, bei dem Diamond, natürlich sind die Vorkosten 660.000, das ist der Wahnsinn, aber der Preis pro Split ist nur 14 Euro, deswegen ist der Profit in diesen zwei Halvings ist ja irre. Y el paquete Diamante, Diamond, sí, claro, es un precio muy alto de 660 mil euros, pero mira nada más las ganancias. Und bestimmt werden Leute sagen, ja, das ist so viel Geld, ich habe so nicht so viel Geld. Wir haben dafür mega krasse Tool bei Ultima Business. Meldet euch bei den Leuten, die Ultima Business anbieten in dem Webinar und lernt, wie ihr sogar mehr verdient. Das ist der Wahnsinn, was damit alles möglich ist. Das ist nur die Präsentation für die Kunden, ja, die kein Business aufbauen wollen, aber die Business aufbauen, das ist ja der Wahnsinn. Y ahora tú vas a decir, oye, pero 660 mil euros, es que ¿quién tiene tanto dinero? Sí, ahí te recomiendo, entra en una presentación de Ultima Business, porque tú puedes ganar esta cantidad para, obviamente, obtener los splits y mucho más. Hay grandes oportunidades aquí en nuestros webinarios de Ultima Business. Esto es un webinario para el producto, pero también tenemos para el negocio.
Und natürlich, wenn man die Tokens verkauft, 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 irgendwann ist man zu reich und will wahrscheinlich aussteigen oder mal seine Assets bewerten. Und man versteht, dass die Split-Token auch was wert sind. Das heißt, man kann nicht nur die Tokens verkaufen, sondern auch die Splits dann verkaufen, wenn man komplett aussteigen möchte und damit richtig Geld verdienen kann. Y también tú, obviamente, cuando tú en un momento dices, no, ya cobré bastante, ya quiero vender mis participaciones, también aparte los puedes vender. Und deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall vorteilhafter, sich mit Split Rewards zu starten, dass man Lifetime Rewards bekommt, täglich passive Rewards sich aufbauen kann, sind günstig, ja, Split sind günstig, Split kann man verkaufen und man kann damit Business aufbauen, man kann das skalieren durch Upgrades, man kann das sogar vererben. Y por eso te digo, aquí ves la comparación entre simplemente comprar la moneda, esperar o tener los splits. Obviamente con splits es mucho más conveniente y en un momento tú puedes después vender tus splits, tus participaciones otra vez recuperando tu dinero o inclusive los puedes dejar como una herencia. Und hier wieder die Regel, je mehr Splits du hast, desto mehr Reward und desto mehr Profit bei dem steigenden Preis, umso mehr. Y también, obviamente, aquí la regla, entre más participaciones tienes, pues obviamente si el precio sube, más ganancias vas a tener. Und hier muss man verstehen, wir sind voll im Krypto- und Blockchain-Business. Man braucht zwei starke Strategien immer befolgen. Das sind die fünf goldene Regeln und das ist die Halving-Strategie. Y tú sabes que sí o sí estamos aquí en el mundo cripto y aquí en el mundo cripto tú necesitas aplicar dos diferentes reglas. Uno son las reglas de oro del mundo cripto y la estrategia de Halving. Und die Strategie ist einfach, kaufe, also die fünf Regeln, Regel Nummer eins, kaufe Token günstig, verkaufe teuer und nicht umgekehrt. Siempre la regla uno es, compra los tokens barato y vende caro, nunca al revés. Wenn du einen Token hast, du darfst ihn nur verkaufen, wenn du den dreifachen, fünffachen oder zehnfachen Gewinn gemacht hast, auch wenn du 3 bis 5 Jahre wartest. Warum 3 bis 5? Weil alle Halvings nach 5 Jahren vorbei sind, der Preis wird einfach phänomenal groß sein und du hast auf jeden Fall deinen Gewinn mitgenommen. Si tú compras un token, aunque tienes que esperar 3 o 5 años, no, nunca lo vendes por menos de cuando tú lo duplicas, triplicas, quintuplicas. ¿Por qué 3 a 5 años? Porque normalmente ahí pasan todos los Halvings. Und dann, wenn du siehst, dass der Preisvorteil dir erlaubt, dann bekomme weitere Tokens oder weitere Splits. Sorge dafür, dass du viel davon hast, damit dein Risiko nach unten geht und dein Profit nach oben. Y ya cuando tú ves que salen ganancias, asegura que tienes más y más y más splits para que tus ganancias aumentan y tu riesgo disminuye. Wenn du jetzt keinen guten Zeitpunkt erwischt hast, dann trotzdem verkaufe niemals in den Verlust. Warte, bis der Preis einfach steigt und verkaufe niemals in den Verlust. Si tú tomaste un mal momento para entrar y el precio bajó de la moneda, nunca vendes en pérdidas, nunca pierdes dinero. Espérate, ten la paciencia hasta que sube y vende cuando ya estás en ganancias. Und Nummer 5, niemals, niemals breche die goldenen Regeln. Y el número 5, lo más importante, nunca, nunca vayas a romper estas 5 reglas de oro. Weiterhin vertraue auf Halving und hab keine Angst vor Splits, weil je mehr Splits da sind mit der Halving-Strategie, umso höher ist der Preis. Y no tengas miedo tampoco del Halving. Y confía en la estrategia del Halving, porque entre más splits hay, aunque haya un halving y recibes la mitad, pero el precio va a ser mucho, mucho más alto. Und bei 1 Million Splits sind wir plus minus stabil bei 10 bis 20. Bei 5 Millionen Splits sind wir Richtung 100.000 unterwegs. Y con 1 millón de splits vamos a estar más o menos entre 100 y entre 20, pero cuando tenemos 5 millones de splits vamos a llegar a un precio de más o menos 100.000. Und nicht vergessen, der erste Halving ist in 5 Monaten, am 1. Februar 2024, wovon 50 auf 25 runtergeht. Ja, also das ist
sehr, sehr wichtig, dass ihr bis dahin so viel wie möglich Tokens aufbewahrt, weil dann habt ihr den ersten Megaboom. Y es muy importante que tú también entiendas que el primer halving ya va a ser el primer de febrero. Y es muy importante que tengas hasta ahí, pues lo más posible token guardados, porque ahí el precio va a subir enormemente. Sorry, continue. Ich war fertig. Okay. Und das ist die Zeit, wo richtige Wale jetzt entstehen werden. Y eso es el tiempo donde se van a crear aquí ballenas. So, und ihr entscheidet, seid ihr der nächste Wal? Habt ihr ein Ultima, 10, 100 oder vielleicht 1000? Was passiert, wenn ihr 10 oder 100 Ultimas habt und der Kurs ist bei 100.000? Y ahora cada uno tiene que decidir si tú vas a ser la próxima ballena. Sí, porque imagínate, vas a tener una moneda nada más o vas a tener 10 o 100. Imagínate qué pasará si tú tienes 10 o 100 monedas y el precio llega a 100.000. Und das Modell ist so aufgebaut, mathematisch aufgebaut durch die Halving-Strategie, dass im 2028 im Pool mehr als 82.000 Tokens drin sind und jährlich nur 360 Tokens maximal rauskommen, so das Modell mindestens 227 Jahre laufen kann. Y la matemática de este modelo está creado para que cuando llegamos en 2028 al momento donde solamente sale un token por día, entonces básicamente salen por año solamente 360 tokens. Y pensando en eso, esta piscina de liquidez puede pagar 227 años. Und nochmal, auch wichtig, wie die anfängliche Verteilung stattfinden wird. Ich möchte euch das alles offenlegen, damit ihr auch keine Fragen oder Bedenken habt. Y es muy importante que entiendan cómo va a ser aquí la distribución de los últimos para que por fin no tengan dudas ni preguntas. So, 80.000 fließen sofort in den Pool am 1.10. 80.000 monedas van a entregarse a esta piscina de liquidez el día 1 de octubre. Und werden dort für immer eingeschlossen und geben nur 50 Ultimas pro Tag raus. Y están ahí bloqueados para siempre y solamente van a dejar al mercado 50 tokens por día. So, die 10.000 Ultimas werden bei der Firma bleiben, weil wir auch noch die Farmen bedienen müssen, die Cashbacks in den nächsten 5 Jahren. Ja, und es wird eine gewisse Anzahl an Ultimas gebraucht. Wir machen alles transparent. Die Wallet werdet ihr kennen. Ihr werdet wissen, was, wohin, wie viel auf den Markt kommt und so weiter. Ja, also da ist alles offen und transparent. Y 10.000 monedas van a quedarse con la empresa porque tenemos que también atender ese tema de los programas del cashback y vamos a ofrecer totalmente transparencia total y vamos a ofrecer las billeteras que cada uno puede ver en cada momento. Die 10.000 Ultimas wird die Firma behalten für Market Making. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst geht beim 1. Oktober der Preis gleich auf 100.000, weil wir sehr große Community haben. Wir akzeptieren auch Smart Coins. Wir haben jetzt eine wahnsinnige Promotion hier und auch die Instrumente aus dem Ultima-Business sind einfach phänomenal stark, die den Preis einfach nach oben massiv pushen. Y 10.000 monedas vamos a tener aquí para hacer el market making, hacer el mercado. Eso es muy importante para que la empresa tenga un cierto control y no permite que haya unos brincos muy bruscos en el precio, porque como tenemos la promoción, también vamos a aceptar smart coin. Va a ser posible que el precio se brinca a 100.000 y tiene mucha volatilidad y obviamente eso no conviene. So, Market Making bedeutet eigentlich eine Wand auf der Börse und die ist strikt eingeteilt. Das heißt, die erste 1.000 Ultimas werden dafür eingesetzt, um die Wand bei 10.000 zu halten. Das ist Umsatz von 10 Millionen, das wird wahrscheinlich am ersten Tag durchbrochen. Und ja, dann fliegt der Preis Richtung 20.000.
Y nosotros vamos a tomar esos tokens para crear una pared que frena prácticamente el crecimiento brusco de la moneda, de la manera que vamos a tener uno de 10.000, pero el primer día yo estoy seguro que esta pared se consume y el precio ya puede subir el primer día. Und der nächste 1000 Ultimas ist die Wand bei 20.000 und dann die 2000 bei 50.000. Y los próximos 1.000 unidades de Ultima Token se van a poner en venta, ¿sí? Una pared de ventas en 20.000 y los próximos después, los 2.000 en 50.000. Das sind 20 plus 100, sind 120 Millionen. Das kann innerhalb eines Monats alles weggearbeitet werden. Y esto en total son más o menos 120 millones y eso puede ser, puede consumirse dentro de un solo mes. Also bei 120 Millionen Umsatz, da wird der Preis explodieren. Es decir, que con una facturación de 120 millones, ahí el precio va a explotar. So, dann die nächsten 2000 Ultimas bei Preis von 100.000. Dann 2000 bei 500 und die letzten 2000 bei dem Preis 1 Million Dollar. Y de los próximos 2.000 monedas se ponen en una pared a 100.000, los próximos 2.000 a medio millón y los últimos 2.000 va a ser una pared de ventas en 1 millón de dólares. Und ihr fragt mich, ja, wozu brauchst du, glaubst du, dass ein Token 1 Million Dollar kosten kann? Ich habe euch gesagt, ja, das System ist dafür konzipiert, es ist auf jeden Fall machbar, hängt alles von uns und von unserer Stärke ab. Und diese 2000 Ultimas habe ich da für Market Making aufbewahrt, weil ich da eine sehr große Marketingaktion starte. Y también tú me vas a preguntar ahora, oye, pero ¿tú crees que una moneda puede llegar a 1 millón? Y yo te digo, sí, puede llegar a 1 millón, depende todo de nosotros, qué tan activos estamos. Entonces, yo tengo ahí varias cosas preparadas. Wenn wir 1 Million Euro geschlagen haben, werden wir eine ganze Rakete mieten, die komplett mit Ultima bekleben, da drauf kleben 1 Million Dollar und unseren Token in den Weltall befördern. Cuando llegamos al precio de 1 millón, 1 millón por token, vamos a comprar un cohete, le vamos a poner última, pegar por todos lados y entonces vamos a llevar a nuestro token al espacio. Weil dann erfährt die ganze Welt, dass der erste Token, der 1 Million Dollar wert ist, auf einer Rakete fliegt. Das ist so wie ein riesiger Werbeschild, kommt in alle Fernsehen und dann kommt die ganze Welt zu uns. Porque si el mercado se da cuenta que hay un token que cuesta 1 millón y se lanza al espacio en el cohete pegado por todos lados en nombre de Ultima, entonces todo el mundo, la televisión, en cualquier medio de comunicación se va a enterar qué está sucediendo y van a venir a nuestra comunidad. Weil danach, wenn die ganze Welt davon erfährt, der Preis kann weiter steigen und ich bin da, ich muss da ein bisschen abbremsen. Es kann zu stark explodieren, das Ganze. Y cuando ya todo el mundo por el cohete que se lanza al espacio con el nombre de Ultima se entera de esto, pues ya inclusive el precio puede bajar más y más y más, pero pues ahí me tengo que frenar un poco. Aber nur damit ihr versteht, was wir hier bauen, wir bauen ein Konzept, wo wir strategisch eine Bremse haben, wenn der Preis unseres Tokens 1 Million Dollar Kurs bricht. Pero para que entiendan el concepto de lo que estamos creando, nosotros tenemos un concepto que frena el mercado cuando nuestra moneda llega a 1 millón de dólares. Da kann der Elon Musk seine Raketen starten, wir starten unsere. Musk puede lanzar más cohetes al espacio, nosotros vamos a lanzar la nuestra. Vielleicht buchen wir eine bei ihm. Tal vez vamos a rentar una con él. Dann weiß er sofort, wer wir sind. Entonces, él va a saber exactamente quiénes somos. Ja, also ihr seht, wir haben große Pläne. Lasst uns richtig arbeiten und richtig Gas geben. Ustedes están viendo, tenemos planes muy grandes, vamos a trabajar y vamos a dar todo. Und nochmal, unser Modell ist so konzipiert, dass es lebenslang laufen kann, immer laufen kann, weil
dass der Pool wird immer mit diesen 3% aufgefüllt von jeder Transaktion. Y nuestro modelo de negocio está tiene un concepto de que puede funcionar casi, casi, casi eternamente, porque cada vez que alguien quiere participar y recibir un pago, tiene que mandar liquidez a este pool y se llena, 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 llena nuevamente. Also, kommt, bekommt tägliche Token Rewards, nutzt unser Kryptosystem, unser Ökosystem und seid bei uns dabei mit Ultima oder Smart. Entonces, vengan, usan nuestro sistema de ecosistema, úsalo con Smart o con Ultima y listo, empezamos. Und jetzt ganz wichtig zu verstehen, warum ist eigentlich delegierte Liquiditätspool besser als Farming und oder Minting Technologie? Y te explico brevemente por qué el pool de liquidez está mucho mejor que el Farming. So, Minting-Technologie hat eine ganz starke Schwäche. Je mehr Community kommt, je größer die Community wird, desto mehr Farmen werden rausgegeben und diese mehr Farmen produzieren mehr Tokens. Und mehr Tokens sorgen dafür, dass der Preis runtergeht. El Minting y las granjas tienen un problema muy grande. De conforme llegan más y más gente, la comunidad crece, también crece la cantidad de monedas que se producen y esto provoca que el precio baja. Und die Splitting-Technologie mit Liquiditätspool sorgt dafür, dass durch Halving die Anzahl der Tokens immer kleiner, 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 kleiner wird, die Community wird größer und der Preis einfach explodiert. Y la tecnología de la piscina de liquidez delegada asegura que la comunidad crece y crece y crece y crece, pero la cantidad realmente que cada uno recibe va a ser menos y la cantidad total que se entrega va a ser la misma. Wir haben mit Farming-Technologie jetzt vollgeladene, mit smart geladenen, geladene Community, mit anderen Tokens. Ja, das ist eine sehr große Liquidität. Es sind 2,8 Millionen Nutzer und alle diese 2,8 Millionen Nutzer kommen jetzt in das Splitting-Verfahren, ja, in unsere Liquiditätspool und explodieren einfach alles. Y nosotros tenemos ya con todo lo que hicimos antes 2,8 Millionen de usuarios que tienen todos Smarts, tienen Ultima, tienen todos estos otros tokens que habíamos antes creado y todos ellos entran ahora en esta nueva comunidad o en esta nueva modalidad de Liquidity Pool de la piscina de liquidez. Aber auch diese 2 Millionen Nutzer, das ist nur der Anfang. Wir gehen Richtung 100 Millionen Nutzer und dann haben wir eine Situation, wo 100 Millionen Nutzer einen Ultima Token pro Tag bekommen. Und ihr könnt selber vorstellen, wohin der Preis fliegt. Y nosotros tenemos 2.8 millones de usuarios, pero queremos llegar a 100 millones de usuarios. Y imagínate nada más, cuando llegamos al halving y solamente se va a entregar un token por día a 100 millones de personas, pues no te tengo que decir hasta dónde va a llegar el precio. Und wie machen wir das? Ganz einfach, indem wir den Smart Coin zum fixierten Preis von 10 Cent akzeptieren für die Lizenzen. Das bedeutet, sie bekommen einen unglaublichen Vorteil, weil sie einfach jetzt quasi, ja, also wirklich mit einem sehr großen Vorteil die Lizenz bekommen. Sie müssen sich nur den Split-Kontrakt dann beschaffen und dann werden sie profitieren mit richtig großen Ergebnissen. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues muy sencillo, que vamos a aceptar el Smart Coin a 10 centavos. Y mucha gente tiene grandes cantidades y obviamente es una gran oportunidad si ellos pueden usar este Smart Coin para tener las nuevas licencias. Und damit die Leute auch viele Smart Coins bekommen, wurde die Entscheidung getroffen, extra Swapping durchzuführen zwischen 10% und 20% bis zum Februar. Ja, bis zum Halving, im nächsten Jahr nochmal 10% bis 30% und im 26 nochmal 10% bis 50%, das heißt in 2,5 Jahren komplett kommen alle Smarts raus. Man kann da richtig, richtig, richtig profitieren mit dem Smart Coin und das ist natürlich mega coole Information. Y por eso también hemos decidido de entregar más cantidad, más porcentaje
con el del smart coin ya hasta el halving vamos a entregar 10 a 20%, ¿sí? En 2024 a 2025 vamos a entregar 10 a 30% y de 2025 a 2026 vamos a entregar 10 a 50%. Quiere decir que en 2 años y medio ya podrían estar entregados el 100% de todos los smart coins. Und ganz wichtig, dieser Extra-Swapping erfolgt in 3 Schritten. Der erste wurde heute gemacht. Das heißt, alle zukünftigen Verträge werden jetzt mit 10-20% bereits verbucht. 10% bei 5-jährigen Kontrakten, 20% bei 3-jährigen Kontrakten. Y lo hacemos de esta manera, que hoy ya empezaron. Todos los swapping que se realizan a partir de hoy van a entregarse los de 3 años con 10% y los de los 5 años con 20%. Und Stufe 2 bedeutet, die Kontrakte, die vorher abgeschlossen worden sind, werden auch abgegradet, aber das ist sehr viel Arbeit. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Das heißt, es wird irgendwo zwischen heute und im Februar erledigt. Wir versuchen, so schnell wie möglich das hinzubekommen. Y el segundo paso va a ser, todos que ya han hecho swapping van a también recibir las mismas condiciones, pero eso es muy difícil de programar. Entonces, entre hoy y también febrero van a recibir las mismas condiciones. Und Schritt Nummer 3, dass wir versuchen, den Swapping aus Classic zu POCU wirklich massiv zu beschleunigen. Y también que vamos a tratar de acelerar el swapping de PLCU Classic al PLCU. So, weiterhin unsere Roadmap besteht darin, dass wir jetzt am 1. September den Business starten, Promotion starten, Split-Lizenzen, Marketing, Pay-in, Pay-out, Free-Markt, aber ganz wichtig, nur mit dem Ultima auf dem freien Markt. Ja, das ist wichtig. Smarts werden dann noch nicht da sein, also es ist nur, wird nur jetzt eigentlich Promotion gestartet, sodass die Menschen so richtig große, große Limits bekommen können. Aquí nosotros estamos también teniendo una hoja de ruta, el paso número 1, el 1 de septiembre empieza la promoción. Muy importante que para participar en eso en un primer momento solamente se pueden usar últimas del mercado libre. En este momento todavía no se aceptan smart coins para tener aquí unos movimientos o un buen momento. Wir sind dabei, auch neue Börsen und neue Listingen zu bekommen und natürlich die Wallet-Fee zu integrieren, dass der Smart Coin nochmal unterstützt wird. Und ja, also das wird richtig starke Zeit. Y también estamos ahora empezando a hacer nuevos listings en nuevos exchange, básicamente entregar la moneda en otros exchange. Y vamos a empezar también en la billetera el costo de la transacción, el cobro por el costo de transacción, y eso también va a apoyar otra vez al Smart. So, am 1. Oktober startet Schritt Nummer 2, wo die Split-Kontrakte starten, auf die alle warten. Ja, Split-Tokens kommen, Split-Wallet, also Split in the Wallet wird integriert, Split-Payout, Split-Rewards, Rewards-Payout und Voucher 50%. Also das sind alles Schritte, die für den zweiten Schritt vorgesehen werden. Y también vamos entonces el 1 de octubre a empezar que se va a lanzar el Split Token, el Split Wallet va integrado en la billetera, el Split Payout, sí, los payouts de los pagos de las recompensas y pues las recompensas, los pagos en sí y los vouchers de 50%. Ja, wobei Voucher wahrscheinlich in den Schritt 2, in Schritt 3 noch rücken können. Pero los vouchers pueden ser integrados en el paso número 3. Und dann Schritt 3, natürlich der 1. Februar, der Halving-Termin, das wird alles übertreffen. Da, glaube ich, werden wir auch unsere Debitkarten hoffentlich zurückbekommen. Apple Store, CoinMarketCap, Desktop Wallet, Cold Wallet, Auktion wird gestartet. Also wird richtig, richtig Boom geben. Y también el paso número 3, el 1 de febrero, en 2024, vamos, ojalá otra vez tener nuestras tarjetas de débito, vamos a estar en el Apple Store, vamos a estar CoinMarketCap, vamos a tener una desktop wallet, una billetera dentro de la computadora, una cold wallet, una billetera fría y también empezar las subastas.
Und dann Schritt 4, das ist der zweite, dritte Quartal 24. Da starten wir mit Dubai Event am 13. April, also seid alles bereit in Dubai. Da werden wir viele Sachen wie Marktplatz, Travel-Plattform, Crowdfunding und so weiter präsentieren. Wir haben das ein bisschen nach hinten geschoben, anders priorisiert, dass wir näher zum Dubai-Event kommen. Und wir mussten ja erstmal andere Prioritäten setzen, dass wir Community aufbauen, einen liquiden Token, dass wir das ganze System richtig ankurbeln und zur Explosion bringen und dann auf die aktive Community diese coolen Produkte bringen. Y también vamos a tener en el primer trimestre o el 13 de marzo de 2024 nuestro mercado en línea, la plataforma de viajes, el crowdfunding y el fundeo colectivo. Vamos a tener la exchange descentralizada, la exchange Ultimex, una colección de NFTs y un marketplace de NFTs para entonces festejar todo en Dubái. Tuvimos que recorrer todo un poco para atrás, pero tenemos ahora otras prioridades. Also, registriert euch unbedingt, kommt vor allem in den Ultima Business. Ja, also stellt euch ein, nicht einfach ein passiver Nutzer sein, sondern richtig, richtig Gas zu geben, uns zu helfen, dieses System publik zu machen und dabei Geld verdienen. Und verpasst die legendäre Promotion nicht, die startet nur in 7 Tagen. Ihr braucht Ultimas dafür. Geht und kauft welches. Es ist nicht die Frage, kaufen oder nicht kaufen. Kaufen, auch wenn ihr dann nicht einsteigt, ja, trotzdem macht ihr da Profit mit Kurssteigerung. Deswegen gibt richtig Gas und verpasst das nicht. Sí, y entonces aprovecha, tienes 7 días. 7 días, en 7 días empieza esta promoción. Y tú puedes decidir que vas a ser un usuario simplemente que no está activo o también un miembro activo de esta comunidad. Y consíguete Ultima Token, ¿sí? Y no es la pregunta, ¿voy a conseguir Ultima Token, sí o no? Consíguetelo, lo necesitas. Y aún tú tal vez no quieres participar en la promoción, pero tú vas a saber que el Ultima Token va a subir de precio cuando todos lo necesitan para comprar o participar en la promoción. Y tiene que subir y puedes aprovechar eso. Kommt zu uns, verdient tägliche Token Rewards, macht Ultima Business und werdet mega erfolgreich und auch bekommt sehr viel Nutzen in unserem Ökosystem. Participa desde ahora, recibe diariamente pagos de los tokens y también haz uso de Ultima Business, del negocio, del Marketing, del Plan de Marketing que ofrecemos aquí. An dieser Stelle, ich bedanke mich für diese Präsentation. Lasst uns hier Schluss machen. Ja, Ronny, wir machen einfach Schluss heute, okay. So dass wir diese Präsentation wirklich als Produktionspräsentation den Leuten geben können. Und ich bin mir sicher, viele Leute haben das jetzt wirklich verstanden, dass was Großes kommt. Und wer diese Chance verpasst, ist einfach selber schuld. Also 7 Tage und kein Tag mehr. Vamos a terminar ahora esta presentación para que la gente también pueden compartirla, pueden usarla y yo te digo, pues no te pierdes esta oportunidad, tienes 7 días y cualquier persona debería aprovechar. Und vor allem Leute mit Smart, wacht auf, werdet wieder aktiv, kommt zu uns, lasst uns richtig Gas geben, eure Smart sind richtig was wert, ihr könnt richtig coole Vorteile bekommen, lasst uns Ultima auf 1 Million Dollar setzen und unsere Rakete starten. Y toda la gente que tienen Smart Coin, despierten y participen porque su Smart sí tienen un gran valor aquí. Entonces participa, vamos a impulsar esta moneda al precio de 1 millón y vamos a lanzar nuestro cohete. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Webinar. Ein paar Fragen habe ich auch beantwortet. Ja, und hört euch unbedingt meine Nachrichten heute ab. Ja, ich habe 2 Voice Messages, da habe ich auch einige Fragen beantwortet. Muchas gracias por participar. Ya he contestado varias preguntas. Escuchen mis audios que yo he dejado de ahí, también contesté varias preguntas. Thank you very much. Bye bye. Okay, Alex. Danke. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Hasta